Ja, sorry YouTube und herzlich willkommen zum 19. Türchen des Adventskalenders. Wir gehen auf die Schlussstraße hinzu und ja, ich muss ganz klar jetzt erstmal sagen, was wird noch kommen? Ich möchte jetzt ganz klar ganz kurze, knackige Auskunft geben, bevor ich mein kurzes Thema anspreche. Was würde ich noch im Adventskalender erwarten? Also wie gesagt, heute 19. dieses COD-Video. Danach denke ich noch zwei andere Videos. Am Samstag wird nochmal WWE kommen. Am Sonntag kommt nochmal COD, das Triple Commentary. Und am Montag kommt noch ein kleines Special. Und dann war es das eh schon mit dem Adventskalender. Aber ich komme jetzt zu meinem Thema. Und zwar, ich wurde jetzt schon mehrfach angeschrieben, wieso machst du keine COD-Reihe mehr? Oder wieso hast du es abgebrochen? Wieso gar kein Black Ops mehr 2013? So, jetzt möchte ich mal ganz kurz ansprechen, also eine COD-Reihe. Ich bin ernsthaft im Überlegen, da ich mir jetzt halt in letzter Zeit mal ein paar alte Videos angeschaut habe, Let's Play MW3. Und ich fand die Tage damals echt geil, hat richtig Laune gemacht. Das war mein Aufstieg und ja, ich muss sagen, ich habe es mir ernsthaft überlegt, aber es ist ganz klar, ihr habt FIFA gewählt, es ist eine unwiderrufliche Wahl gewesen, es wurde sogar noch gedisliked, was ich extrem schwach fand, FIFA, also wenn es nochmal eine Abstimmung gibt und ich merke da eindeutig, da disliked jemand bei der Abstimmung was, dann wird es sofort beendet und dann gibt es halt keine Abstimmungen mehr, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Ich lasse euch eh viel mitentscheiden hier, ja, auf euren Wunsch schon zum Teil auch Let's Plays abgebrochen und auch welche gestartet, also bitte, dann bleibt wenigstens so fair und ja. Aber FIFA ist es geworden, wenn es eine COD-Reihe gibt, dann gibt es, gibt zu 100%, ich startet im Januar, eine FIFA-Serie, die einmal in der Woche kommt und WWE gibt es mindestens einmal in der Woche, wenn nicht sogar zwei bis dreimal, ich denke ja zweimal und dann lässt sich noch drüber nachdenken, ob nochmal eine COD-Reihe kommt. Das werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen noch ein bisschen so ins Anfang neues Jahr rein durch den Kopf gehen. Ich brauche zurzeit ein bisschen länger mit meinen Entscheidungen, weil ich zurzeit ein bisschen mehr meine Entscheidungen überdenke. Nicht irgendwas so hastig anfangen und dann sozusagen auf die Schnauze fliege. Und deswegen möchte ich euch ganz klar sagen, ich werde mir das überlegen, ich bin immer auf eure Wünsche eingegangen und ich will es auch dieses Mal tun und ich kann euch versichern, WWE geht weiter und FIFA wird kommen, ob eine COD-Serie kommt, steht noch in den Sternen, aber ich sag's mal so, für die gerne COD sehen, es besteht gute Hoffnung. Also, wenn ich das zeitlich schaffe, dann mache ich es auf jeden Fall, weil Bock hätte ich wieder drauf. Aber das muss jetzt zeitlich rausgehen und das werde ich mir in den nächsten 2-3 Wochen mal durch den Kopf gehen lassen und dann werdet ihr meine Antwort hören, ja oder nein. Aber COD ist trotzdem noch nicht gestorben. Es wird immer, auch wenn es keine COD-Serie gibt, immer mal wieder alle 2 Wochen oder so COD kommen. Bloß halt nicht so regelmäßig. Aber ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Und jetzt gehen wir auf Weihnachten zu. Wenn ihr das Video seht, sind noch 4 Tage, dann ist Weihnachten. Und dann möchte ich, ja, auch mal ein bisschen abschalten. Es gibt natürlich kurz vor Weihnachten, ich denke am 22. schon mal den Plan in einem Commentary, wie es weitergeht, weil es wird natürlich nicht so weitergehen, dass jeden Tag ein Video kommt, das ist klar. Aber es ist gute, für die, die gerne viele Videos von mir sehen, sehe ich da auch Gutes schon stehen, denn es wird ziemlich aktiv hoffentlich weitergehen. Und ja, in diesem Sinne sind wir auch schon ziemlich am Ende. Genau, gegrüßt sei nochmal der Pure Predator, von dem hier dieses Spiel mit der MP7 auf Slums ist, dieses Team Deathmatch. Danke an dich nochmal für das Gameplay. Von dem sehen wir dann auch am 23. nochmal ein Gameplay. Ich verabschiede mich mit einem 27:4. Bis zum nächsten Mal. Ciao.